Zwiebeln schneiden kann eigentlich fast jeder. Die Frage ist einfach nur, wie gut. Die klassische und auch richtige Herangehensweise ist zunächst mal die Zwiebel zu schälen, in zwei Teile zu teilen, mehrfach bis zur Wurzel einzuschneiden und dann senkrecht dazu wiederum einige Schnitte zu setzen und dann erhält man grobe Zwiebelwürfel. Soweit kommen die meisten, damit sollte man sich aber noch nicht zufrieden geben. Dafür hält man ein Kochmesser am Griff und legt die andere Hand auf das Ende der Klinge. Mit wippenden Bewegungen schiebt man das Messer nun langsam nach vorne. Mit ein wenig Übung schafft man das in extrem hoher Geschwindigkeit. Die Zwiebeln immer wieder zusammenschieben und nochmal drüber wippen. Nach etwa 30 Sekunden sind winzig kleine Zwiebelwürfel entstanden und Sie werden Ihre Zwiebeln nie wieder anders essen wollen.